herzliches Willkommen zum Creative Mornings. Wir sind diesen Monat beim Thema Purpose angelangt. Und jetzt geht's aber los. Ich möchte gar nicht mehr so viel reden, sondern ich möchte gerne Jakob einladen, mit uns oder zu uns zu sprechen zum Thema Purpose, zum Thema, wie man Eigentum neu denken kann, wie man Purpose Economy, wie man den eigentlichen Sinn in unserem Wirtschaftsleben quasi an erster Stelle stellen kann, was das mit einer neuen Unternehmensform zu tun hat. Und genau, da freue ich mich total drauf, dass wir ihn gewinnen konnten, um zu sprechen. Ja, und bin schon ganz gespannt, was du uns erzählen wirst, Jakob. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich überlasse dir das Feld. Super. Vielen Dank, Luisa, für die Einladung. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Das ist für mich auch besonders. Ich habe mich mal dem Creative Mornings entsprechend in die Küche begeben, um das gesamte Gefühl zu haben. Ich spreche jetzt gerade also aus einer Küche in der Nähe von Hannover zu euch und Ihnen. Und ich glaube, diese Situation, in der wir uns ja auch gerade befinden, gesellschaftlicher Wandel, wirtschaftliche Krise, hat ja auch immer die positive Seite, dass man tatsächlich manchmal freiere Gedanken hat, dass man mehr aus Routinen ausbricht und sich tatsächlich traut, grundsätzlichere Fragen zu stellen. Und um eine ganz grundsätzliche Frage soll es eben jetzt in den nächsten 20 Minuten vor allen Dingen gehen, nämlich die grundsätzliche Frage nach dem Eigentum. Und nicht nur nach dem Eigentum per se, sondern genauer nach Unternehmenseigentum. Beginnen möchte ich aber eigentlich mit einer ganz anderen Frage, die ich normalerweise gerne die Menschen frage in so einer Session. Nun leider seid ihr so über Deutschland und vielleicht ja auch Österreich oder vielleicht in der Schweiz verteilt, dass ich diese Frage jetzt mir selbst mal beantworte, denn ich habe sie schon ganz, ganz viele Menschen gefragt. Nämlich die simple, grundsätzliche Frage, was ist eigentlich ein Unternehmen? Und vielleicht könnt ihr kurz einen Moment innehalten oder kurz überlegen, was sind so die zwei, drei Dinge, die euch spontan schnell in den Kopf schießen, wenn ihr daran denkt, was ist das eigentlich, was ist das Unternehmen? Und nicht so sehr daran denkt, was ihr vielleicht gelernt habt aus irgendwelchen Büchern, sondern was sind so die spontan die Dinge, die euch in den Kopf schießen. Und vielleicht könnt ihr das mal abgleichen mit dem, was ich jetzt vor allen Dingen berichten werde. Denn erstaunlicherweise haben ganz viele Menschen ähnlich auf diese Frage geantwortet. Und das war ziemlich spannend, denn das waren Menschen, die total in der Wirtschaft drin sind, die im Unternehmertum drin sind, die Wirtschaft studiert haben. Und es waren aber auch Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und erstaunlicherweise waren es eben zwei Aspekte, die immer wiedergekehrt sind. Zwei Aspekte, die immer wieder genannt worden sind, was ein Unternehmen ist. Der eine Aspekt war, dass ein Unternehmen, das sind Menschen, die gemeinsam für etwas arbeiten, für irgendetwas. Also Menschen arbeiten gemeinsam für etwas. Und der zweite Aspekt war, sie tun das nicht für irgendetwas, sondern tatsächlich für irgendeinen Sinn oder Zweck. Also eine total simple, einfache Definition von einem Unternehmen. Ein Unternehmen, das sind Menschen, die gemeinsam für einen Sinn, für einen Zweck arbeiten. Und ich muss sagen, ziemlich genau das war auch meine Definition von einem Unternehmen, bevor ich dann Wirtschaft studiert habe. Ich glaube, das ist, wie agiert dann relativ vielen so. Man hat diese relativ vielleicht auch naive, vielleicht aber auch natürliche Idee von dem, was ein Unternehmen ist und kommt dann ins BWL-Studium, Volkswirtschaftsstudium oder ist halt in irgendeinem Unternehmen und lernt auf einmal etwas ganz anderes. Und wir können jetzt auch nochmal auf diese Definition von einem Unternehmen aus einer ganz anderen Perspektive schauen, nämlich zum Beispiel der rein rechtlichen Perspektive, die Frage nach dem Eigentum. Denn rein rechtlich gesehen ist ein Unternehmen jetzt etwas ganz anderes. Wenn man rein rechtlich hart drauf schaut, ist ein Unternehmen erst einmal nichts anderes als eine Sache. Das ist im Sachrecht BGB. Ein Unternehmen ist im Wesentlichen kein Unterschied zu einer ganz normalen Sache. So wie diese Tasse, die ich jetzt hier gerade in der Hand halte. Ein Unternehmen unterscheidet sich nicht wesentlich davon. Das bedeutet, dass ich als Eigentümer dieser Sache Unternehmen die komplette Macht über diese Sache habe, wie eben bei einer Tasse oder einem Kugelschreiber. Ich kann damit tun und lassen, was ich will. Ich kann darüber bestimmen. Ich kann beim Unternehmen die Gewinne rausziehen.
wie ich möchte. Ich kann es verkaufen, ich kann es vererben, ich kann es aber auch zerstören. Das steht mir völlig frei, denn ich bin der Eigentümer. Und hinter dieser Definition, die im Recht verankert ist, steht jetzt eine ganz andere Kraft, die uns laut der Ökonomen und laut der Betriebswirtschaft und der Volkswirtschaft antreibt. Eben nicht der Sinn, wie dieser simplen Definition, die ich da vorgegeben habe, sondern der Antrieb ist Vermögen. Das, was uns antreibt, Unternehmen zu schaffen, morgens aufzustehen, ist, dass wir damit Geld verdienen, damit, dass wir damit reich werden. Das ist der Antrieb. Und diesem Antrieb nach sind die Rechtsformen, die wir derzeit haben in Deutschland und auch überall in der Welt, empfunden. Heißt, sie passen zu diesem Motor, wir wollen ganz viel Geld verdienen. Da steckt der ganze Homo economicus dahinter, die Idee, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur versuchen, Pleasure über Pain zu maximieren, also der rationale Mensch, der eben für Vermögen arbeitet. Sonst würde er ja gar nicht arbeiten. Und die Diskrepanz, die jetzt zwischen diesen beiden Definitionen entsteht, dieser rechtlichen Definition von Sache, ein Spekulationsgut, das für das Vermögen des Eigentümers geschaffen ist, und dieser ganz simplen Definition, die ich ja eigentlich fast natürlich finde, die stößt jetzt nun bei ganz vielen Unternehmern tatsächlich auf, denn sie wollen irgendwie nicht, dass ihr Unternehmen als Spekulationsgut, als Sache da ist. Sie wollen ihren Mitarbeitern, der Gesellschaft, Partnern zeigen können, nein, wir arbeiten hier tatsächlich für einen Sinn und wollen das dementsprechend dann auch im Eigentum verankern. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, wo die Organisation Purpose ins Leben kam, weil aus verschiedenen Biografien heraus Menschen zusammengekommen sind und nach alternativen Eigentümerstrukturen gesucht haben. Da war ein Unternehmer, der einfach nur tatsächlich, wie ich es gerade beschrieben hatte, seinen Mitarbeitern klar vermitteln wollte, ja, ihr arbeitet hier tatsächlich für einen Sinn und nicht für meine Tasche. Denn rein rechtlich musste er sich eingestehen, ja, ich sage das zwar den ganzen Tag und wir leben das eigentlich auch, aber am Ende, ich habe hier eine normale GmbH, ich kann das Ding verkaufen, ich kann das Ding irgendwann verkaufen und der gesamte Wert, der eigentlich durch die Menschen gemeinsam entstanden ist, fließt in meine Tasche. Da waren dann noch andere Menschen, die eben Verkäufe erlebt haben und was das mit der Unternehmenskultur und mit der Mission des Unternehmens macht und eben auch volkswirtschaftliche Perspektive der Ungleichheit, die man beispielsweise gegen Vermögensungleichheit etc. etwas unternehmen könnte. Und was wir dann gemeinsam gemacht haben, sie sind eigentlich auf eine Reise gegangen und haben nach Beispielen, nach Pionieren gesucht, die heute schon dieses Unternehmenseigentum anders denken und die eben es sicherstellen in gewisser Weise, dass tatsächlich der Sinn der Organisation, der vielfältig sein kann, im Vordergrund steht. Und da werde ich jetzt einmal eine Präsentation mit euch teilen und euch mitnehmen auf diese kleine Reise, die bei diesem Herren hier beginnt. Das ist Ernst Abbe. Ernst Abbe ist der Mitgründer des Unternehmens Zeiss. Zeiss kennt sicherlich jeder. Ich habe das Gefühl, in fast jeder Fußgängerzone, in der ich bisher in meinem Leben war, war irgendwo ein Laden von Zeiss unterwegs, die also verschiedenste optische Geräte herstellen. Und dieser Ernst Abbe hatte vor ca. 130 Jahren ein Problem. Denn von heute auf morgen war er der alleinige Eigentümer des Unternehmens Zeiss. Sein Mitgründer Carl Zeiss war gestorben. Und durch diese Wendung musste sich Ernst Abbe auf einmal mit dem Eigentum auseinandersetzen. Und für ihn passte es überhaupt nicht, dass dieses Unternehmen auf einmal ganz alleine bei ihm lag. Dass der ganze Wert, der durch verschiedenste Mitarbeiter, durch Forscher, durch die gesellschaftliche Struktur, durch den Zeitgeist letztlich geprägt war, dass das jetzt auf einmal alles bei ihm alleine liegen sollte. Also zu Ernst Abbe muss man sagen, dass er eben sogar in ganz besonderem Maße dazu beigetragen hat, dass Zeiss so profitabel etc. sich entwickeln konnte, so wachsen konnte, denn er war derjenige, der letztlich das Mikroskop sogar erfunden hatte. Trotzdem war für ihn klar, das kann nicht sein. Ich kann nicht der alleinige Eigentümer sein. Es kann nicht sein, dass der ganze Wert der Organisation bei mir alleine liegt. Und um dieses Problem zu lösen, hat er letztlich das allererste Stiftungsunternehmen vor 130 Jahren in Deutschland entwickelt und gegründet. Also was er gemacht hat, ist, er hat das Unternehmen Zeiss genommen und er hat es in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht.
Und von diesem Zeitpunkt an war klar, dass es nicht mehr alleine Ernst Abbes Eigentum ist, sondern dass das Unternehmen sich letztlich selbst gehört, dass es nicht mehr verkauft werden konnte. Es war kein Spekulationsgut mehr. Und eben Zeiss hat das vor 130 Jahren gemacht. Das Unternehmen ist heute ja auch noch am Markt unterwegs und erfolgreich. Aber es sind eben auf das Unternehmen Zeiss verschiedenste Unternehmen gefolgt. Einige habe ich jetzt hier mal auf der Folie zusammengefasst. Da sind eben so berühmte Beispiele wie auch Bosch dabei, die das umgesetzt haben. Aber auch dänische Unternehmen, Novo Nordisk, könnt ihr ja alle sehen, diese Unternehmen. Und die meisten Unternehmen, die jetzt auf dieser Folie sind, die haben das Eigentum neu gedacht und haben dafür Stiftungen benutzt. Sie haben also entweder ein Einzelstiftungsmodell, so wie das Zeiss gemacht hat, oder bei Bosch eben ein Doppelstiftungsmodell benutzt, um irgendwie sicherzustellen, dass das Unternehmen kein Spekulationsgut ist und nicht verkauft werden kann. Was wir dann allerdings gemacht haben, wir wollen nochmal genauer verstehen, was sind jetzt wirklich die Punkte, die diese Unternehmen verbindet, und ein bisschen tiefer reinschauen, was sind die zwei, drei Punkte, die diese Unternehmen alle machen und was ist das, was uns da irgendwie so gesund und irgendwie auch progressiv vorkommt bei dem Unternehmen. Und bei dieser Suche sind wir dann auf zwei Prinzipien gestoßen, die sich tatsächlich durch diese Unternehmen durchziehen. Das erste Prinzip, was wir gefunden haben, ist das Prinzip der Selbstbestimmung, wie wir es nennen. Das bedeutet, dass diese Unternehmen alle sichergestellt haben, dass das Steuerrad des Unternehmens tatsächlich auch bei Menschen liegt, die mit dem Unternehmen verbunden sind, die im Unternehmen tätig sind. Das bedeutet, dass die Eigentümerschaft, also das Halten der Stimmrechte, unmittelbar mit der Unternehmerschaft verbunden ist. Dazu ist dieses Steuerrad des Unternehmens, die Stimmrechte des Unternehmens, sind weder verkäuflich noch vererblich. Das ist das erste große Prinzip. Das Steuerrad des Unternehmens liegt bei Menschen, die tatsächlich mit dem Unternehmen verbunden sind. Das zweite, was wir gefunden haben, haben wir Sinnprinzip genannt. Das bedeutet, diese Unternehmen haben tatsächlich sichergestellt, dass der Sinn in gewisser Weise der Unternehmung über den Profiten der Organisation steht. Natürlich muss eine Organisation Profite machen, nur der Profit selbst ist nicht der Sinn der Organisation, sondern bei dem Verfolgen des Sinns der Organisation entstehen Profite. Und dementsprechend haben diese Unternehmen sichergestellt, dass die Gewinne, die entstehen, auch entweder im Unternehmen reinvestiert werden, für Investitionen genutzt werden, in höhere Mitarbeitergehälter gesteckt werden etc., oder gespendet werden können. Es gibt aber keine Möglichkeit für die Eigentümer, die Gewinne bzw. den Wert aus der Organisation rauszuziehen. Das sind die zwei ganz wichtigen Prinzipien, die wir dann gefunden haben. Das ist ja alles schon mal ganz nett. Ich glaube, wenn man heute in viele Startups läuft, findet man an der Wand sicherlich ähnliche Prinzipien. Der entscheidende Punkt, der jetzt noch hinzukommt, ist, dass es eben nicht nur ein Konstrukt, ein Gemälde an der Wand in irgendeinem Startup ist, sondern dass es tatsächlich ein rechtsverbindliches Versprechen ist. Deswegen haben diese Unternehmen eben diese Stiftungen genutzt, weil die Stiftungen mit ihrer Ausrichtung auf die Ewigkeit letztlich ermöglichen, dass es tatsächlich rechtsverbindlich auf ewig ausgerichtet ist, dass diese beiden Prinzipien verfolgt werden im Unternehmen. Also es ist ein rechtsverbindliches Versprechen, hinter das ich als Unternehmer, als Eigentümer nicht wieder zurückfallen kann. Für diese Unternehmen, die letztlich diese beiden Prinzipien umsetzen, haben wir dann den Begriff Verantwortungseigentum entwickelt. Verantwortungseigentum will ich nochmal kurz sicherstellen, weil das oft ein Missverständnis ist. Es ist hier nicht der Claim, dass diese Unternehmen per se und immer verantwortlich handeln und in jeder Situation ihrer Verantwortung gerecht werden, sondern Verantwortungseigentum deswegen, weil die Abgrenzung zum Vermögenseigentum da ist. Das, was wir heute haben, was ich beschrieben habe, die gängige Rechtsform, bedeutet ja, dass ich auch gleichzeitig immer das Vermögen des Unternehmens halte. Das ist bei diesem Unternehmen eben nicht der Fall. Die Menschen, die die Stimmrechte der Steuerrat halten, halten eben die Verantwortung des Unternehmens, ohne gleichzeitig auch das Vermögen zu halten. Und ich will noch mal kurz darauf eingehen, was jetzt vielleicht das Besondere ist oder das, was auch ein bisschen revolutionär ist an der Idee. Wir rennen ja auch gerne mal durch die
durch die Gegend und sagen, dass das irgendwie die Wirtschaft transformiert und so weiter. Denn man muss sagen, was wir hier machen, ist letztlich, wir brechen mit den zwei ganz grundsätzlichen Prinzipien, wie wir eigentlich Macht in Unternehmen allokieren, wie wir definieren, wer die Macht im Unternehmen hat. Das eine Prinzip, was wir alle kennen und was auch in den vergangenen Jahren teilweise auch recht erfolgreich geklappt hat, um zu sagen, wer hat eigentlich die Macht im Unternehmen, ist, das ist die Gleichung Geld ist gleich Macht. Also letztlich die Person, die am meisten Geld auf den Tisch legt, bekommt über den Kauf bzw. Verkauf auch die Macht im Unternehmen. Geld entscheidet letztlich über die Macht im Unternehmen. Das andere Prinzip, was wir kennen, ist das, was Warren Buffett mal berühmterweise die Spermienlotterie genannt hat. Also wir allokieren die Macht dadurch, dass wir in der Blutsverwandtschaft das Unternehmen einfach weitergeben. Und diese beiden Prinzipien der Weitergabe des Unternehmens, die sind jetzt hier in diesem Verantwortungseigentum nicht mehr möglich. Und damit etabliert Verantwortungseigentum letztlich so etwas wie ein neues Prinzip, wo der entscheidende Faktor, wer die Macht im Unternehmen hat, wer die Stimmrechte hat, wer das Eigentum im Unternehmen hat, eben mehr nach den Fähigkeiten und den Werten tatsächlich aus der Organisation heraus bestimmt wird und nicht durch Geld bzw. Blut. Als Volkswirt und als Ökonom hat man dann natürlich so gewisse Probleme, wenn man mit dieser Idee jetzt zu seinem Professor rennt und ihm das vorstellt. Denn die ganz einfache Annahme ist, wie ich es ja am Anfang beschrieben habe, wir sind Homo economicus, wir arbeiten für Vermögen, wir wollen ja alle Geld verdienen und reich werden, das ist unser Ziel, um dann am Ende viel Geld zu haben, um es in unserer Freizeit auszugeben. Heißt letztlich, diese Ökonomen gehen davon aus, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Was ihr hier macht, ist letztlich den Motor ausstellen, weil wenn ich als Eigentümer nicht gleichzeitig auch die Gewinne komplett rausziehen kann, das Unternehmen als Vermögen halte, wieso um Himmels Willen sollte ich denn dann überhaupt noch arbeiten? Also letztlich die Idee von den Professoren, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, ist häufig gewesen, das kann nicht funktionieren. Das ist eine Träumerei. Da sind vielleicht ein paar Idealisten unterwegs da draußen, die das irgendwie am Leben halten, aber eigentlich kann das flächendeckend nicht wirklich funktionieren. Und glücklicherweise konnte ich denen dann irgendwann nicht nur entgegenhalten, nein, das ist anders, bei mir ist es doch auch so, ich arbeite nach Sinn und ey, wir sind eine junge Generation, wir sind irgendwie von unseren Bedürfnissen so befriedigt, dass wir jetzt wirklich tatsächlich nach Sinn suchen, wir brauchen was Neues. Glücklicherweise gibt es eben auch in Dänemark relativ viel Forschung zu diesem Thema, zu eben Unternehmen in Verantwortungseigentum. In Dänemark gibt es eben über 1000 von diesen Unternehmen und beispielsweise auch der Aktienindex, der dänische, 60% von diesen werden durch eben Unternehmen in Verantwortungseigentum ausgemacht. Und die Forschung in Dänemark zeigt, dass es diese Unternehmen tatsächlich gibt, jede Menge, und dass sie überleben. Wie diese Grafik hier zum Beispiel zeigt, eben die Überlebenswahrscheinlichkeiten von Unternehmen in Verantwortungseigentum im Vergleich zu anderen Eigentümerstrukturen, da sehen wir hier, dass nach ungefähr 40 Jahren eben die Überlebenswahrscheinlichkeit 5 bis 6 Mal höher ist. Laut der Ökonomen darf das natürlich überhaupt nicht sein. Dieses Unternehmen müsste hier irgendwo hinter den Others runterfallen nach 10 Jahren, weil es darf ja gar keiner mehr arbeiten, weil sie eben nicht für das Vermögen arbeiten. Und es gibt auch noch weitere Forschung zu den Themen, die zeigt, dass diese Unternehmen eben ähnlich profitabel oder profitabler sind, dass es durchaus einige positive Aspekte zum Beispiel für die Mitarbeiter gibt, dass eben höhere Gehälter gezahlt werden, dass sie länger bleiben etc. Darauf gehe ich jetzt wegen der Zeit auch nicht weiter ein. Ich bin ja, muss mal ein bisschen Gas geben, glaube ich. Und was wir dann letztlich gemacht haben, ist, dass wir ein Modell entwickelt haben, das es jetzt anderen Unternehmen auch ermöglicht, Verantwortungseigentum einfach umzusetzen. Weil wir gemerkt haben, okay, da gibt es da draußen die Zeiss, die Boschs, die das mit relativ aufwendigen Stiftungskonstruktionen etc. umgesetzt haben. Nur ist das eben unheimlich komplex und teuer. Ich habe das selbst untersucht in einer Forschungsarbeit. Diese Unternehmen, die ich untersucht habe, haben alle über 100.000 Euro ausgegeben, um dieses Konstrukt umzusetzen. Und für eben jetzt kleinere mittelständische und Startups haben wir eine Lösung entwickelt, die jetzt eben viel kostengünstiger und flexibler umsetzbar ist. Ich werde ganz kurz erläutern, wie das funktioniert. Wir haben hier ein ganz normales Unternehmen. Das kann jede Form von einer Kapitalgesellschaft sein,
eine GmbH etc. Und was wir heute ja auch schon machen können, ist ganz simpel. Wir können in die Satzung hier einfach reinschreiben, diese zwei Prinzipien, die ich gerade genannt habe. Wir haben also die Satzung und schreiben hier einfach die beiden Prinzipien, Selbstbestimmung und Sinnprinzip, in die Satzung rein. Gar kein Problem. Das Problem ist aber, dass wir eben diese Rechtsverbindlichkeit brauchen, diese entscheidende Zutat Rechtsverbindlichkeit, weil sonst könnte jetzt irgendein Unternehmen eben gut laufen und auf einmal klopft einer an die Tür und sagt, ich will es jetzt doch kaufen, und dann ist der Preis so gut, dass der Unternehmer am Ende sagt, ach gut, wir hatten diese beiden Prinzipien da, aber komm, wir schmeißen es über den Haufen und ich verkaufe das Ding doch. Und um jetzt diese Rechtsverbindlichkeit zu bekommen, haben wir die Purpose-Stiftung gegründet. Mit der Purpose-Stiftung machen wir jetzt nichts anderes als eine Form von Rechtsverbindlichkeitsdienstleistung oder Versprechensdienstleistung. Wir erhalten jetzt 1% der Stimmrechte an diesem Unternehmen, und mit diesem 1% der Stimmrechten, diesem goldenen Anteil, machen wir nichts anderes als eben abzusichern, dass tatsächlich dieses Unternehmen diese zwei Prinzipien einhält. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gehe ich jetzt nicht noch weiter dort rein. Es gibt auch die Variante, dann weitere Anteile für Investoren zu schaffen. Ganz wichtig ist auch, dass diese Gründer, Mitarbeiter dann tatsächlich eben nur das Stimmrecht halten an dem Unternehmen und nicht gleichzeitig auch das Gewinnrecht der Definition nach. Jetzt bin ich schon fast am Ende. Ich will nur noch kurz erläutern, was wir eigentlich mit unserer Organisation Purpose so alles machen. Wie ich gerade erzählt habe, ging alles letztlich damit los, dass wir nach Alternativen gesucht haben. Und das ist auch einer der Hauptpunkte unserer Arbeit, Field Building. Wir versuchen eben diese Alternativen ausfindig zu machen, die es da draußen gibt an Eigentum, und eben in die Welt zu bringen. Weil viele Menschen heute eben nicht wissen, dass ein Bosch beispielsweise kein Familienunternehmen ist, sondern eben ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Also gemeinnützige Arbeit, die Idee in die Welt bringen. Dann haben wir dieses konkrete Modell, das, was ich gerade vorgestellt habe, dieses Veto-Anteilsmodell, was wir eben Unternehmern bereitstellen, dass sie Verantwortungseigentum umsetzen können. Und dann kommen noch die zwei Punkte, bei denen ich jetzt vor allen Dingen involviert bin, bei Purpose. Wir beraten eben auch Unternehmen, die sich auf den Weg machen wollen, Verantwortungseigentum umzusetzen, also von der Stiftungslösung bis hin zu dieser kleinen Veto-Anteilslösung. Und wir investieren auch in Unternehmen in Verantwortungseigentum, weil wir relativ schnell gemerkt haben, aus Versehen mehr oder weniger, haben wir auch das Paradigma des, wie investieren wir eigentlich, verändert. Denn wenn wir sagen, Geld ist nicht mehr gleich Macht, dann brauchen wir letztlich auch andere Instrumente, um in diese Unternehmen zu investieren. Und da wollen wir eben mit Purpose Ventures für Startups und Purpose Evergreen Capital, eben kurz PEC, Geld für diese Unternehmen bereitstellen und in sie investieren. Zu aller guter Letzt möchte ich eigentlich auf einer persönlichen Note enden, denn was das für mich tatsächlich als jetzt Mitarbeiter bei Purpose bedeutet, ist, all diese Organisationseinheiten, all die Entitäten, die wir bei Purpose haben, sind eben auch in Verantwortungseigentum. Und das bedeutet für mich als Mitarbeiter dort, dass ich weiß, dass der Wert, der durch meine Arbeit entsteht, durch das Reden zu euch hoffentlich in irgendeiner Form, durch E-Mails schreiben, diesen ganzen Nervkram, der manchmal so ätzend ist, dass der Wert, der dadurch tatsächlich entsteht, letztlich in der Organisation bleibt. Dass ich weiß, er bleibt in der Organisation oder er fließt zu mir zurück, aber ich arbeite eben zu 100% nicht für die private Tasche des Eigentümers oder für deren nächsten Porsche oder Ferrari. Und ich glaube, dass in dieser Sicherstellung der intrinsischen Motivation, dass wir etwas für den Sinn tun, die durch Verantwortungseigentum passieren kann, dass darin ganz viel Kraft liegt, um auch eine gesündere Wirtschaft mitzugestalten. So viel erstmal von mir. Super, vielen lieben Dank, Jakob, für deinen Input und für die Inspiration. Danke Purpose für den Applaus, ich sehe hier ein paar klatschende Hände, danke schön. Ja, genau, es geht über die Reaktionen, da könnt ihr diese klatschenden Hände machen, wenn es euch auch gefallen hat. Was ich jetzt gerade kurz bevor ich Jakob angekündigt habe, noch vergessen habe, was ich aber jetzt mache, ist, dass wir ja noch einen zweiten Gast haben. Und zwar ist es Matthias Werle von Trias, von Waschbär. Und vielleicht habt ihr das Logo schon gesehen auf der
auf der einen Folie von Jakob. Und zwar haben wir die große Freude, dass wir also den Geschäftsführer Matthias Werle von Waschbär noch begrüßen können, der nochmal in jetzt nicht ganz so lang, so circa 10 Minuten, erzählt, wie Sie mit dem Unternehmen auf Purpose gekommen sind, wie es Ihnen damit geht, vielleicht das Unternehmen auch noch mal kurz vorstellen und genau, einfach, dass wir noch einen Blick einen Unternehmerblick quasi darauf bekommen. Und wir freuen uns total, dass du hier bist, Matthias. Ich sehe dich gerade gar nicht. Wo bist du denn? Da, wunderbar. Mal winken, sehr schön. Schön, dass du da bist und dass du mit uns ein paar Gedanken teilst. Grüße von Freiburg nach Freiburg, glaube ich. Ja, genau. Hallo zusammen, guten Morgen. Ja, ich sage vielleicht ein paar Worte dazu aus Waschbär-Sicht. Vielleicht nur kurz in die Historie zurückgeblickt. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir den Weg des Purpose-Unternehmens gegangen sind? Also Gründung des Unternehmens oder entstanden ist das Unternehmen ja in den 80er Jahren. Wenige von euch erkennen sich vielleicht oder waren da schon geboren. Das Zeitalter des Waldsterbens war ja da gerade, hat begonnen. Es gab eine Chemiekatastrophe in Basel, Sandoz-Katastrophe, wo der ganze Rhein rot war. Und letzten Endes auch dann der Supergau in Tschernobyl hat dazu geführt, dass es eine Gruppe von Menschen gab, die eben mit der Zerstörung unseres Ökosystems nicht einverstanden waren. Und es ist so eine Art, oder es ist eine Ohnmacht entstanden gegenüber den großen Konzernen. Also was soll ich denn als Einzelner tun gegen diese Dinge, die sozusagen hier auf diesem Planeten passieren? Und da gab es den damaligen Leiter des Öko-Instituts hier in Freiburg, den Leon Bröstler. Der hatte einen Impuls und der hat gesagt, nee, jeder kann etwas tun. Jeder kann etwas verändern. Jeder kann auch Selbstverantwortung zu übernehmen und selbstwirksam letzten Endes werden. Und denn Veränderung beginnt immer bei einem selbst. Und mit dieser Idee, selbstwirksam zu werden und aus seinen alltäglichen Handlungen, also das beginnt ja morgens schon, wenn ich aufstehe oder wenn ich dann irgendwie das Geschirr wasche oder sonstige Dinge tue und meine Kleidung anziehe, da beginnt es ja schon. Also was ziehe ich mir da für Kleidung an? Wie wasche ich denn mein Geschirr? Und mit dieser Idee eben aus alltäglichen Handlungen umweltverträglicher zu gestalten, hat er die Öko-Putzkiste, also klassisch wie so ein Start-up damals oder wie heute auch, in der Garage, hat er eine Putzkiste entwickelt, eben mit ökologischen Putzmitteln, Zitronensäure, Soda etc. war da drin. Also das, was Oma schon wusste, das hat er da quasi in eine Putzkiste reingepackt und hat es dann entsprechend verkauft. So ist sozusagen Waschbär gestartet. Und dieser Gründungsimpuls hat das Unternehmen seither auch in sich und trägt es weiter und richtet sozusagen alles danach aus, also sprich alltägliche Handlungen umweltverträglicher zu gestalten und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und heute haben wir sozusagen über alle Bereiche hinweg, also von Kleidung begonnen, über Kosmetik, Putzmittel, Haushaltswaren, Schuhe, Möbel. Also wir decken sozusagen alles ab oder wir versuchen sozusagen für alles, was es hier gibt im täglichen Leben, Alternativen entsprechend zur Verfügung zu stellen. Und das heißt also, die Frage der Nachhaltigkeit und auch der Selbstverantwortung und der Selbstwirksamkeit, die beschäftigt uns schon seit 30 Jahren und die hinterfragen wir, also wir hinterfragen alles, was wir tun, nach diesen beiden Themen. Eine logische Konsequenz daraus war, dass sich Herr Schütz, der dann das Unternehmen im Jahr 2000 übernommen hat und bis seit dort her geführt hat, sich eben 2015 bei der Frage der Nachfolge sich eben auch diese Frage gestellt hat, was ist denn eigentlich nachhaltig und wie stelle ich denn sicher, dass der Grund unserer Existenz, also aus Sicht des Unternehmens, der Grund, warum Waschbär überhaupt existiert, dass dieser Sinn und Zweck auf Dauer erhalten bleibt. Das war also eine logische Konsequenz sozusagen aus unserem Unternehmenskern, aus unserem Unternehmensgehen. Und mit der Frage dann,
beschäftigt, traf er eben auf Armin Steuernagel seinerzeit und hat dann mit noch ein paar anderen Personen dann die Purpose-Stiftung gegründet. Und wir haben uns dann intensiver ab dem Jahr 2016 mit dem Thema beschäftigt und mit der Idee von Purpose und haben dann Ende 2017 dann letzten Endes auch als eines der ersten Unternehmen sind wir zu einem Purpose-Unternehmen in dem von Jakob vorgestellten Modell dann entsprechend auch geworden. Also so ist die Entstehung, also es war für uns ein logischer Schritt sozusagen in so eine Selbstverantwortung und in so ein sinnorientiertes Unternehmen uns zu transformieren. Das war jetzt im Galopp sozusagen, kurze Vorstellung. Im Galopp. Und Waschbär und warum wir zum Purpose-Unternehmen geworden sind. Ja. Super, vielen Dank für die Vorstellung. Und ich würde jetzt einmal die Fragerunde eröffnen an beide. Also wenn ihr Fragen habt an Jakob oder Matthias, ich habe sonst auch auf jeden Fall eine, dann könnt ihr euch am besten wäre es, wenn ihr so die Hand hebt über, das könnt ihr auch, wenn ihr auf Teilnehmer klickt und dann auf Hand heben, dann können wir euch nacheinander dran nehmen und ja, oder ihr fragt, oder ihr stellt eure Frage in den Chat. Das geht natürlich auch und dann moderieren wir da einmal durch. Genau, ich würde einfach mal anfangen mit einer Frage an Jakob. Und zwar habe ich gehört, dass ihr beim Wirtschaftsministerium wart, um für eine neue Unternehmensform, ich glaube die Purpose MbH, euch einzusetzen. Und ich wollte mal fragen, wie da der Stand ist, wie es euch damit geht mit dieser neuen Unternehmensform. Ja, völlig richtig. Das ist auch ein Punkt, den ich nicht erwähnt habe. Letztlich sind natürlich die Modelle, die es da draußen gibt, Einzelstiftungsmodell, Doppelstiftungsmodell und auch dieses Purpose-Modell, letztlich nur Umgehungen und Krücken, die wir geschaffen haben, um Verantwortungseigentum umzusetzen. Die eine wirklich reine Idee wäre es natürlich, eine Rechtsform direkt zu haben, dass ich wie bei einer Gründung ganz normal sagen kann, ich möchte eben nicht eine GmbH, sondern ich möchte in dieser Purpose-GmbH eben gründen. Und dafür streiten wir eben unter anderem im politischen Bereich, dass wir diese Rechtsform bekommen und diese Krücken letztlich ablegen können, die wir bisher geschaffen haben. Und der Stand der Dinge ist da natürlich ein bisschen schwierig einzuschätzen. Das politische Geschehen ist immer relativ schwer zu sagen, wann jetzt die Rechtsform kommt. Die Frage kriege ich sehr häufig. Ich würde am liebsten sagen, am 22. so und so. Aber man kann sagen, was man sicher sagen kann, ist, dass es auf sehr offene Ohren trifft mittlerweile. Also die Idee hat einen gewissen Anreiz in den verschiedensten politischen Parteien. Das heißt, dass wir tatsächlich mit der SPD sprechen können und sie können der Idee etwas abgewinnen mit der CDU und so weiter. Also unterm Strich würde ich sagen, sie wird irgendwann kommen. Es ist natürlich so, dass durch Corona das gerade so ein bisschen vielleicht auch im Hintergrund tritt, weil eben ganz viele andere Dinge gerade wichtiger sind. Aber sie wird irgendwann kommen, da bin ich von überzeugt. Super, vielen Dank. Es gibt noch eine Frage an Matthias von Lea und Jakob. Und zwar, wie hat sich die Stimmung oder die Atmosphäre im Unternehmen seit der Transformation zum Purpose-Unternehmen verändert? Also bei den Mitarbeitenden, der Belegschaft, was gab es da für Veränderungen, seitdem ihr das gemacht habt? Ja, also es ist so, dass wir natürlich als ökologisches Unternehmen glücklicherweise schon zahlreiche Mitarbeiter haben, die eine starke intrinsische Motivation haben, hier bei uns zu arbeiten, rein schon aufgrund des Unternehmenszwecks. Das heißt, für die war das natürlich eine große Erleichterung, zu wissen, dass die Unternehmensnachfolge auch so gestaltet wird, dass da nicht ein Investor kommt und dann sich sozusagen der Sinn ändert, von sozusagen ökologische Produkte zu handeln, sich dann ändert und dann es nur noch darum geht, sozusagen jedes Jahr mehr Gewinne zu machen. Also das war eine große Erleichterung. Es gibt viele Mitarbeiter, die auch hierher kommen jetzt. Also wenn man im Bewerbungsgespräch merkt man das. Also es sind auch viele Mitarbeiter, die natürlich rein schon aufgrund des Unternehmenszwecks es schon gut finden. Wenn die dann aber hören, dass sozusagen auch dann das sichergestellt ist, dass es auch so bleibt und wenn man versucht zu verstehen, was Purpose bedeutet letzten Endes, dann ist es nochmal ein zusätzlicher Punkt, hier bei uns anzufangen.
Das zum einen, man muss natürlich auch sagen, es gibt die unterschiedlichsten Mitarbeiter, also niemand wird gezwungen sozusagen, sich dafür zu begeistern. Es gibt auch Menschen, die kommen hierher, die wollen ja Geld verdienen und damit ist gut, das ist auch in Ordnung. Es ist natürlich schön, wenn man die größtmögliche Anzahl von Mitarbeitern hat, die auch wegen des Sinns hier arbeiten. Und also man kann sagen, in Summe, denke ich, hat es zu einer Erleichterung geführt. Auch die finden das auch sehr gut. Aber das ist natürlich auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich. In Summe, glaube ich, haben wir schon eine hohe Anzahl von intrinsisch motivierten Mitarbeitern, für die das auch ein logischer und ein toller nächster Schritt war. Und dann gibt es die nächste Frage von Peter Lai. Ob es wohl einen Netzwerkgedanken bei Purpose gibt, ob das eine Rolle spielt, gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen unter den Unternehmerinnen, aber auch unter den Mitarbeiterinnen von solchen Unternehmen. Wer möchte von euch beiden? Vielleicht habt ihr sogar beide was dazu sagen. Ja, dann sagen wir vielleicht beide einfach etwas dazu. Klar, wir sind ja immer noch eine nicht überwältigende Anzahl von Unternehmen. Das heißt, das ist da noch eine Community, die relativ klein ist, die sich entsprechend eben auch recht stark unterstützt, würde ich sagen. Alle Unternehmen, die tatsächlich diesen Veto-Anteil in der Purpose-Stiftung haben, so wie Waschbär, die kommen eben auch institutionell zusammen, weil eben die Purpose-Stiftung, die diesen Veto-Anteil hält in den Unternehmen, auch einen Unternehmerrat hat, wo eben jedes Unternehmen einen Unternehmer entsendet, wo auch institutionell letztlich die Purpose-Stiftung etwas kontrolliert wird. Also ich würde sagen, über Veranstaltungen und verschiedenste Dinge gibt es ganz viele Möglichkeiten, da als Unternehmer sich auszutauschen. Über Mitarbeiteraustausch haben wir bisher das nicht institutionalisiert, aber ich glaube, über verschiedenste Veranstaltungen, die wir eigentlich in Deutschland immer wieder in verschiedenen Städten haben, bei Waschbär eben auch schon zu Besuch waren, gibt es da die Möglichkeit, sich zusammenzukommen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch ergänzen könnte, außer vielleicht, dass wenn halt Kontakte geknüpft werden auf solchen Veranstaltungen oder wie jetzt auch heute hier, dass man dann die Kontakte eben aufnimmt und in den Dialog kommt und auch gerne mal direkt dann Kontakt aufnimmt. Also wenn da konkretes Interesse besteht, dann genau biete ich das sozusagen auch noch, direkt mit mir in Dialog zu treten. Super, vielen Dank. Wir haben eine weitere Frage von Laura Wittmann. Vielleicht magst du dich entstummen und deine Frage stellen. Ja. danke erstmal, war super spannend schon. Und zwar, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit zu dem Thema beziehungsweise über Unternehmen, die sich sozial, gesellschaftlich oder die sozialgesellschaftlich aktiv sind und da ein bisschen genauer über die Firma Einhorn, die seit letztem Jahr November auch zum Purpose-Unternehmen geworden sind. Kennst du dann wahrscheinlich auch, Jakob. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ob die Unternehmensform, also Purpose-Unternehmen oder genau diese Idee, es vereinfacht zu legitimieren, dass man sich aktiv in sozialpolitische Fragen einmischt als Unternehmen, weil die Schere ja nach wie vor extrem groß ist zwischen Politik und Wirtschaft und ich als Unternehmen werde aktiv, zum Teil auch abseits von dem, was unmittelbar mit meinem Unternehmen zu tun hat. Und genau, wie steht ihr dazu oder du, Jakob, ob das hilft, dass man nicht immer sagen muss, es ist alles Greenwashing, was wir hier machen? Ich hoffe, es ist klar geworden, meine Frage. Ja, ich glaube, so ein bisschen, ich versuche da mal drauf zu antworten. Ja, absolut. Greenwashing ist, also wir nennen das mittlerweile auch schon Purpose-Washing, weil das ja auch überall tatsächlich da ist. Ne? Also Purpose ist ja ein Wort, das mittlerweile inflationär benutzt wird. Also überall sprechen die Leute von Purpose und jede Organisation hat mittlerweile ihren Purpose. Ich habe von der berühmten Wand bei den Startups gesprochen und so weiter. Deswegen ist es schon wirklich eine Möglichkeit, sich abzugrenzen, zu sagen, ey, wir machen hier nicht nur Bullshit-Bingo und sagen Purpose hin und so oft, wie es geht und irgendwann kommt das am Ende dann tatsächlich bei raus. Sondern wir haben das tatsächlich rechtsverbindlich verankert. Leute, ihr könnt das in unserer Satzung nachlesen. Das ist so, wir kommen da nicht wieder raus. Deswegen ist das, glaube ich, schon ein sehr starkes Argument, vor allen Dingen in so einer Gesellschaft, in der wir gerade sind, wo Verbindlichkeit häufig nicht nur im Wirtschaftsleben eben so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Vielleicht, Matthias, magst du was zu dem
diese politischen sagen, da habe ich nicht so, kann ich jetzt nicht direkt so etwas zu sagen. Gut, ich kann es nur bekräftigen, dass wir eben, das steckt ja schon also in Purpose drin, Sinn und Zweck, also wir orientieren uns daran und es geht eben nicht darum, irgendeinem Investor gerecht zu werden und nächstes Jahr noch einen höheren Gewinn zu erzielen. Also durch diesen Zwang, durch diesen fehlenden Zwang sozusagen, jedes Jahr mehr Gewinne zu machen und profitabler zu werden, hat man auch die Freiheit, die Entscheidung zu treffen und für den Sinn und für den Zweck des Unternehmens zu entscheiden. Also von daher, das ist der Kern sozusagen auch letzten Endes von Purpose, genau das nicht mehr zu müssen, sondern eben frei zu sein und selbstverantwortlich die Entscheidung im Sinne des Unternehmenszwecks auch letzten Endes zu treffen. Ja, vielleicht, mir fällt noch ein Punkt ein. Es ist natürlich so, dass dadurch, das, was Matthias gerade beschrieben hat, dass letztlich tatsächlich ja die Stimmrechte bei den Menschen liegen und ich nicht gleichzeitig quasi hier in der einen Seite etwas entscheide in der rechten Hosentasche und ich weiß, in meiner linken Hosentasche passiert dadurch etwas, weil die Stimm- und Gewinnrechte ja voneinander getrennt sind. Dadurch bin ich natürlich in einer Situation, dass ich viel besser langfristige Entscheidungen treffen kann. Und das kann ja auch bedeuten, dass ich als Unternehmen merke nach einer gewissen Zeit, diese Baustelle, die wir uns da vorgenommen haben, wir haben da schon ziemlich aufgeräumt, wir sind da schon ziemlich weit, wir wollen uns jetzt eine neue Baustelle suchen. Also ich habe ja nichts dagegen, dass ein Unternehmen irgendwann weggeht, weil sie idealerweise irgendein Problem gelöst hat. Und da besteht natürlich die Möglichkeit im Verantwortungseigentum, ohne diesen Investorenzwang auch zu sagen, ja, wir haben jetzt einen neuen Sinn, wir können hier etwas Neues, vielleicht auch gesellschaftspolitisches eben dann verfolgen. Super, Dankeschön. Na, da schon so auch ein bisschen anschließend in dem, was Jakob vorhin auch gesagt hat, eine Frage von Maria, welche Vorteile hätte ein Startup, wenn es als Purpose-Unternehmen starten würde, gründen würde? Also auch in welcher Phase von einem Unternehmen kann man das zu jeder Zeit quasi entscheiden, Purpose-Unternehmen zu werden? Und welche Vorteile hat das für ein Startup? Ja, man kann ein Purpose-Unternehmen von Gründung an werden. Das hat auch den Vorteil, dass es ganz simpel ist. Natürlich, je länger es das Unternehmen schon gibt und je mehr Investoren schon hinzugekommen sind, je mehr Leute letztlich auch am Stimmrechts- und Kapitalrechtstisch sitzen, umso komplizierter wird es natürlich, das Unternehmen letztlich umzuwandeln. Wenn da Menschen sind, die eben nicht diese Idee von einem Unternehmen haben und diese Werte so teilen, was Verantwortungseigentum ist, dann müssen die halt in irgendeiner Form rausgekauft werden. Deswegen wird es natürlich in der Zukunft immer schwieriger. Aber was wir natürlich auch machen, also diese Investitionsfonds, die ich vorgestellt habe, haben eben auch explizit den Sinn, tatsächlich das zu ermöglichen, dass ein Unternehmen, was jetzt schon eine Weile auf der Straße war, letztlich trotzdem noch die Ausfallverantwortungseigentum nehmen kann, indem wir eben helfen, dann beispielsweise Investoren, die eben nicht mit diesen Werten allein sind, rauszukaufen. Vorteile für ein Startup, das vielleicht sogar von Gründung an zu machen, das, was wir da häufig erlebt haben, ist in erster Linie auch etwas Prozesshaftes, was sehr bedeutsam sein kann für ein Unternehmen. Weil wenn du von Gründung an dich an einen Tisch setzt und darüber diskutierst, wer soll eigentlich die Stimmrechte halten und die Frage immer im Kopf ist, wofür machen wir das hier eigentlich alles? Weil all diese Menschen, die dann da sitzen und wenn es um Verantwortungseigentum geht, dann geht es da um die Frage, wieso machen wir das? Will ich eigentlich nur Geld verdienen? Und dass man diesen, wir nennen das manchmal im Moment der Wahrheit, direkt schon in der Gründung hat, das kann eine ziemliche Magie für den weiteren Weg des Unternehmens haben, weil eben von Anfang an klar ist, wir sitzen hier an einem Tisch, weil wir das tatsächlich für diesen Sinn tun können und bestimmte Fragen, die sicherlich später dann aufkommen würden und potenziell eben auch immer die Punkte sind, die so ein Unternehmen kaputt geht, nämlich Verkauf oder Vererbung, Streit um diese Themen, von Anfang an ausgeräumt sind. Ich glaube, das sind die Hauptvorteile, das wird vor allen Dingen von Beginn an zu machen. Und neben dem ist es natürlich so, dass diese Unternehmer, die zu uns kommen, wir wollen ja nicht, dass jedes Unternehmen das umsetzt. Darum geht es nicht. Es ist auch nicht die Idee, dass jedes Unternehmen der Welt jetzt Verantwortungseigentum machen soll, sondern dass die Menschen, zu denen das passt, dass sie es umsetzen können, das wollen wir ermöglichen. Super, vielen Dank. Wir haben noch eine Frage, die wir jetzt dran nehmen, und zwar von Brigitte. Und vielleicht magst du dein Mikrofon unmuten und die Frage stellen, Brigitte. Ja, gerne. Also ich finde den Ansatz sehr interessant und wir haben im November letzten Jahres
im Rahmen von einer Veranstaltungsreihe einen Wissenschaftler eingeladen, der sich schon seit vielen Jahrzehnten mit dem Stichwort Postwachstumsökonomien beschäftigt. Und meine Frage an beide, an den Jakob und an den Matthias, ist, gibt es irgendeine Art von Vereinbarung in dieser, sage ich mal, Eigentumsverantwortung eines Purpose-Unternehmens und seinem Wachstumsvorhaben, egal ob es sich um ein Startup-Unternehmen handelt oder um ein gesundes, bestehendes Unternehmen, das sich auch mit dem Thema Wachstum auseinandersetzt. Matthias, willst du mal starten? Ah ja, genau. Ja, Brigitte, also es gibt, um deine Frage konkret zu beantworten, es gibt keine Vereinbarung und es gibt keine Regelung, was Wachstum anbelangt. Wir als ökologisches Unternehmen wünschen uns natürlich, dass so viele Menschen wie möglich unsere Produkte kaufen, weil wir glauben, dass das besser für unser Ökosystem ist. Von daher gesehen wünschen auch wir uns Wachstum und streben Wachstum an, aber nicht des Wachstumswillens, sondern eben, weil wir glauben, dass unser Purpose, unser Zweck dazu beiträgt, einen verträglicheren Umgang mit unserem Planeten entsprechend zu gewährleisten. Ja, ich kann da auch nicht viel hinzufügen. Ich glaube, dass diese Postwachstumsdiskussion besonders eben auf volkswirtschaftlicher Ebene sehr, sehr interessant ist. Auf der unternehmerischen Ebene braucht es Wachstum natürlich in gewissem Maße immer. Und wenn ich tatsächlich ein Problem angehe, so wie Waschbär das tut, dann ist es ja meine Idee, das Problem zu lösen. Und damit brauche ich letztlich Wachstum, um klar beweisen zu können, wer kann diese Probleme lösen. Also ich brauche Größe, ich brauche Profitabilität in dem Zusammenhang. Was natürlich möglich ist, ich glaube, das ist wichtig, ein Unternehmen kann sich ja trotzdem immer noch eine Vereinbarung, wenn sie das wünscht, nehmen, geben. Also wir können auch über diesen Vetoanteil, wenn ein Unternehmen sich das explizit wünscht, dass das abgesichert wird, könnten wir theoretisch auch sagen, ja, wir machen das. Wir schreiben jetzt auch noch eine Satzung rein, wir wollen da und da Schluss mit Wachstum. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal kommt, aber das wäre theoretisch auch denkbar. Aber was wir eben grundsätzlich bei all diesen Unternehmen machen, sind nur diese zwei Prinzipien. Breakout Rooms. Wir haben gerade verabredet, dass es noch von Jakob und Matthias ein paar abschließende Worte gibt. Ich habe mich schon ganz herzlich bedankt. Das möchte ich auch nochmal bei euch machen. Schön, dass ihr da wart. Abonniert gerne unseren Newsletter, wenn ihr wissen wollt, wann wir im nächsten Monat zum Thema Nature, Natur unseren Creative Mornings abhalten. Wahrscheinlich auch wieder virtuell. Genau. Und wir freuen uns auf euch. Und jetzt, Jakob und Matthias, ihr habt noch mal das letzte Wort. Wer will das letzte Wort haben? Matthias, ich überlasse dir das letzte Wort. Ich möchte mich eigentlich nur bedanken. Mich freut das immer wieder, Menschen überall antreffen zu können, die sich auch für solche, jedenfalls oberflächlich langweilige Themen wie Unternehmenseigentum tatsächlich interessieren und sich dafür begeistern können. Und ich hoffe, dass ihr ein paar neue Gedanken und Kraft und Energie mitnehmen konntet aus dieser Morgenrunde. Das hat mir große Freude gemacht. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Schön, dass da so ein hohes Interesse bestand an dem Thema, auch auf diesem ungewöhnlichen Weg. Und bewegen Sie die Fragen für sich weiter. Und getreu unserem Motto sozusagen, jeder kann etwas verändern. Glauben Sie daran und in dem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche und ja, schönes Wochenende.